So, wir sind jetzt mitten in die Sensorung gekommen, wir sind mit dem Mikrobus gefahren. Fortbewegungsmittel in Hurghada, aber sie sind sehr, sehr, sehr teurer geworden. Wie sind die jetzt früher? Also früher, also im Februar, wo wir waren, vor ein paar Monaten, da haben es gekostet zwischen 3 und 5 Pfund pro Person und jetzt verlangen die mittlerweile bis zu 10 Pfund pro Person. Aber es ist immer noch günstiger als wie mit dem Taxi. Oder Uber. Eine Geschichte hätte ich auch über Uber, also bei Uber muss man jetzt auf jeden Fall aufpassen. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach eine Ausnahme war, aber wie ich sage, also die Ausnahme macht die Regel oder Ausnahme ist die Regel. Es ist so, wir wollten jetzt von Titanic zur Sensorm Hall kommen und wir haben wie immer die App aufgemacht und Uber bestellen wollen. In der App drinnen hat es angezeigt mit 32, 33 Pfund. Ich wäre auch bereit, ihm natürlich ein bisschen mehr zu geben, das ist ja ganz klar. Weil es ja alles teurer geworden ist, also Spritkosten sind höher geworden und so weiter und so fort. Aber wie der Fahrer die Fahrt angenommen hat, hat er mir über die Uber-App geschrieben. Also er hat gefragt, wohin ich will. Er hat anscheinend nicht einmal gesehen an der App, wohin ich will. Weil es steht ja normalerweise, wo dein Ziel ist. Ich habe ihn darauf geschrieben, in das Sensor auch. Und er hat dann zu mir gesagt, 150 Pfund will er haben. In der App steht 32 Pfund. Und ich habe gesagt, bitte was? Habe ich zurückgeschrieben. Hat er gesagt, ja, ich will 150 Pfund haben. Sage ich, in der App steht bitte 33 Pfund. Na, das ist mir zu wenig. Und dann habe ich die Fahrt zweimal, also einmal storniert. Dann habe ich gedacht, jetzt versuche ich es wieder, ein paar Minuten später. Nur da er leider in der Nähe war, hat er das zweite Mal ebenfalls die Fahrt bestätigt. Und ja, wie dem auch sei, sind wir dann im nächsten Mikrobus eingestiegen und sind dann mit dem Mikrobus hergekommen. Und der Mikrobus hat eben 10 Pfund pro Person gekostet. Wie gesagt, ich verstehe es ja auch, es ist ja auch alles teurer geworden. Wie gesagt, hätte er gesagt, das in der App, das ist doch ein bisschen zu wenig. Ich würde gern, keine Ahnung, 50, 60 Pfund haben. Oder auch 70 Pfund von mir aus. Wäre ja auch eine Katastrophe gewesen. Also ich hätte ihm das bezahlt. Kein Thema. Aber also dreist sagt, hey, 150 Pfund, das war mir doch ein bisschen zu viel. Too much. Komm, geh mal. Also, dass er gleich auf 150 Pfund draufgegangen ist, also das war zu dreist für mich und ich weiß nicht, ich werde es auf jeden Fall wieder probieren, mit Uber zu fahren und dann schauen wir mal, ob es eine Ausnahme war oder einfach die Wahrheit ist, dass sie das machen. Ich werde auf jeden Fall diese Fahrt, wenn ich zurück bin zu Hause, werde ich diese Fahrt auf jeden Fall melden. Werde ich mich auch beschweren. Und die sollen zumindest in der App die Preise aktualisieren. Wie gesagt, ich nehme es auch an, dass es teurer geworden ist. Das ist ja kein Problem. Nur sollen es dann aktualisieren. Und dass die
Fahrer nicht dann dreist gleich nicht das Doppelte, sondern gleich das Fünffache verlangen. So, wir sind hergekommen, um ein bisschen was zum ein paar Besorgungen zu machen. Und jetzt schauen wir mal, was wir da finden. McDonald's. Ansonsten kennt ihr ja eh. Ja? Wow, schau, Gucci. Nein, danke. Burberry. Louis Vuitton. No problem. Ja, ich weiß. Seht ihr, das kann man mieten, 40 Pfund die Stunde. Ja, wenn man kleine Kinder hat, kostet auch 1,50 Euro. Süßigkeiten. Willst du hier wegen SIM-Karte schauen oder was? Okay. Also dann später. Ganz hinten, die Automaten, ganz hinten. Nehmen. Und jetzt, ihr habt kein Geld mehr bei mir, oder? Durch. 4,5G. Nicht 4G, nicht 5G, sondern 4,5G. Ey, meine Handymarke. Ja. Ist
Ihr seid Ellen. Wer? Ah ja. Es sind ja auch ohne Touristenpreise. Ja. In Hurghada City Center ist ja dasselbe. Genau, weiter nach hinten. Hier? Ja. Keine Ahnung. Ja. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Da draußen habe ich gesehen. Keine Ahnung. Raus. Genau. So, jetzt schauen wir mal, was wir rausbekommen und gleich sehen wir uns wieder. So, hier wären dann eigentlich die Automaten, aber wir sehen uns gleich wieder. Ja, also wie gesagt, wir haben leider keinen guten Tag erwischt. Also bei 10 Automaten ist nur einer gegangen. Keine Ahnung, was für einen Grund. Aber ja, also wir haben wie gesagt schon für 100 Euro 3.330 Pfund bekommen. 33,30 wäre der aktuelle Kurs. Wer mit den Kindern da ist, kann hier auch spielen, aber ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, sind die Preise hier schaust du mal, was die Preise sind? Geht's ja? Weißt schon. Warte. 40 Pfund. Ja. Also 40 Pfund ist eine... Happy Person. Ja. Also nicht billig. Ich habe jetzt nichts verstanden, aber egal. Das ist gut.
da. Wir gehen einmal jetzt in die Richtung. Wohin gehen wir? Keine Ahnung. Können wir das da drüben gehen? Ja, können wir. Kommt. Ja, die Kleine geht sich jetzt die Haare schneiden hier. Von uns. Kostet angeblich 11 Euro. Schauen wir mal, ob es auch dabei bleibt. Schau, da haben wir ein iPhone-Geschäft. Ein Apple-Geschäft. Geh mal. Also wer die Automaten sucht zum Wechseln, wie ihr schon gesehen habt, sie sind ganz weit hinten. Ja, also wie gesagt, man kann herkommen, man muss nicht, also preisetechnisch ist hier genauso wie bei uns in Europa. Und ja, also einmal zum Spazierengehen so einen kleinen Rundgang machen, ist das okay. Aber sonst ist es zu teuer. Also zum Shoppen, wie ich es euch schon in den anderen Videos also vorgestellt habe, ist El Dahar eher geeignet zum Shoppen. Ja, wir gehen jetzt in den Supermarkt. Wie ist der Supermarkt? Oh! Einfach! Aber gibt es hier keine Donuts? Doch! Aha! Ist es das Holgato City Center oder Sensormod? Überlege mal. Sensormall. Also? Nicht. £14.000. Wie viel Euro ist das? 14.000. 6.000. Hier ist alles billiger. Ja. 33.000 Pfund. Wie viel ist das? Ja, 1.000 Euro, aber 75 Zoll. Das sind 2 Meter. Oha, das ist von mir oder
27.000 Pfund. Wie viel ist das? Ja, rechne. Keine Ahnung. 900 Euro. Hä, ist doch wenig. Oder? Wartet schon so 7 Jahre auf Bohnen. Warte 7 Jahre. Nein, weil das unser 7. Mal. Ach, Bohnen. Da könnt ihr euch trinken holen. Ein Euro das Kilo, 5 Kilo 170 Pfund, das sind knapp 5 Euro. Also Reis. Was macht ihr? Juice. Das kauft ihr? Ja. Später kaufen wir kommen ja, wir warten ja auf Mama.